Yo, hallihallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider Runde 6. Und ich freue mich darauf, das Spiel wieder fortzusetzen mit euch zusammen. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video und wenn es euch gefällt, lasst mir doch gerne ein Like, ein Kommi und ein Abo da. Ich würde mich riesig darüber freuen. Und jetzt müssen wir ja, wie es aussieht, und checken das. Hier ist noch ein Dokument. Oder haben wir das schon? Das haben wir schon. Das haben wir alles gelootet. Jawohl. Gut. Das brauchen wir dann noch, aber da kommen wir ja noch nicht rein. Also heißt es jetzt für uns erstmal hier hoch. Und das werden wir jetzt so tun. Let's go! Ja, wir müssen ja dann wieder hier hoch. Beziehungsweise. Ja, wir müssen hier hoch, auf jeden Fall. Und wir müssen ja durch die Höhle. Ich drücke mal die falsche Taste. Die liegt gleich nebenan und das ist natürlich. Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Gut, ich bin mal gespannt, was uns da erwartet. Da sind wir schon. Gut, dann checken wir das mal. Okay. Okay, das ist jetzt eine neue Map. Ja, hier erwartet uns scheinbar erstmal nichts. Wir müssen wohl hier runter. Okay, wir könnten auch hier hoch. Ah! Ah, dann gehen wir nochmal hier hoch. Ob sich da vielleicht irgendwas doch versteckt, siehst du? Sage ich doch. Er hat das Land der Russ durchquert. Ich habe das Gefühl, dass er mich verhöhnt, wartet, bis ich einen Tagesritt entfernt bin und dann weiterzieht. Ich werde nicht wie erhofft vor dem Winter heimkehren. Ich habe bei einem kleinen Dorf an einem See namens Svetlojar Halt gemacht. Der Prophet hat hier gesprochen und man will mir keine Unterkunft geben. Ich habe am Ufer übernachtet und ein junger Mann, der eine seltsame Version des Symbols des Propheten trug, versuchte mich zu töten. Ich habe an ihm ein Exempel statuiert und jetzt starren die Leute mich böse an und bespucken mich. Ich muss bald weiter. Sein Virus verbreitet sich. Gut, wieder ein neues Dokument. Das ist natürlich jetzt. Wir müssen da hoch. Genau. Nein! Thank you.
Okay. Oh, verdammt. Dann werden wir mal hier lang gucken. Gut, das Relikt ist weg, beziehungsweise das Dokument. Das haben wir uns gekrallt. Da haben wir 1 von 4. Scheiße. Das wird echt kalt. Da ist eine Kiste. Eine Pfeilspitze aus Knochen. Sie scheint mongolischer Herkunft zu sein. Nice. Scheint aber nichts versteckt zu sein. In dem Wasser möchte ich nicht schwimmen. Das könnte ein bisschen kalt sein. Aber Lara hat dicke Sachen an, da geht das. Wie tauche ich? Gute Frage. Wie tauche ich, Leute? Ah, mit der rechten Maustaste. Gut. Tiefer tauchen können wir nicht, oder? Okay, hier ist ein Lager. Schon mal gut. Okay, 2 Bretter und ein Pilz. Da ist auch irgendwas. Okay, wir haben ein Relikt und ein Dokument. Eine byzantinische Kriegsgaleere. Wie zum Teufel kommt die hier runter? Nein! Mann! Schauen wir mal, was hier auf uns zukommt. Ist das das Grab? Das ist mongolisch. Aber sie sind hier durchgekommen. Die verlorene Stadt muss nahe sein. Okay, wir müssen ein Rätsel lösen dann. Da freue ich mich schon drauf.
Gut, also wir laufen jetzt in die Richtung. Ja, schauen wir mal, ob hier... Wir können auf das Schiff hoch, glaube ich. Da oben muss irgendwas sein. Oh, yes. Hier sind Pilze. Hier ist ein Dokument. Die Maria Adula sitzt fest. Das Eis gab nach und zerbrach ihr das Rückgrat. Egal. Ich wollte ihre Kanonen gegen den falschen Propheten richten. Aber nun ziehen wir zu Fuß weiter. Ich habe 6 der besten Trinity-Ordensmitglieder. Und wir haben auf Kosten der Matrosen Nahrung und Vorräte gehortet. Sie wissen es noch nicht, aber sie werden ihr Leben für die Sache opfern. Meine Männer und ich werden aus diesen Eishöhlen hinausfinden und weitergehen. Bevor das Schiff vom Eis verschlungen wurde, hörten wir Musik. Von Süden. Das wird unser erster Halt. Aber erst muss ich ruhen. Die Kälte sitzt mir in den Knochen und ich bin schläfrig. Nur ein Nickerchen. Jawohl, 2 Dokumente. Hier müssen wir dann irgendwas machen. Aber vorher looten wir das Teil hier noch. Plus einmal Stoff. Wollen wir mal schauen, was hier passiert? Was war das jetzt? Hat das vielleicht... mit dem Grab irgendwas zu tun, dass da der Eingang jetzt offen ist oder so. Gut, hier scheinen wir erstmal nicht hochzukommen. Hier kommen wir hoch. Okay. Das Eis aufbrechen. Da komme ich so nicht rein, oder? Muss ich etwa hier lang? Scheint so, ne? Okay, da können wir auch ranspringen. Okay, dann können wir jetzt scheinbar hier hoch. Aber wir sollten erstmal in das Grab gehen, Leute. Nicht, dass wir hier jetzt schon zum Endpunkt kommen. Das möchte ich natürlich nicht. Ich möchte erstmal das Rätsel lösen. Wir gehen erstmal in das Grab. Oh. Hier wollen wir lang. Ja, wir laufen noch in die falsche Richtung, oder?
Okay, hier kommen wir der Sache näher. Nee, kommen wir doch nicht. Das ist natürlich jetzt ein bisschen haarig. Wo ist das Grab? Gut. Okay, wir müssen den Eingang finden. Ah, okay, wir müssen da hoch. Ah, von da kommen wir ja. Ja, okay. Das wäre fast schief gelaufen. Okay, dann müssen wir doch da hoch. So wie es aussieht. Dieses Gefäß. Irgendwie muss man es doch bewegen können. Ah, okay. So, warte mal. Ah, okay, ich muss da rein. Ich muss da rein in das Gefäß. So wie das aussieht. Gut. Jetzt ganz ruhig loslaufen. Jetzt haben wir es. Geschafft. Mal sehen, was da oben ist. Gut. Jetzt müssen wir darüber. Und jetzt hier hochkrabbeln. Thank you.
jetzt müssen wir wahrscheinlich hier hoch. Hier ist ein Münzversteck. Warum haben Sie solche Reichtümer mitgeschleppt? Wir scheinen das erste Rätsel gelöst zu haben. Oder auch nicht. Wir schauen es, wir werden es gleich sehen. Dieser Kodex beschreibt die Bogenschusstechnik der Gegner des Byzantinischen Reichs. Neue Fähigkeit gemeistert. Alte Fähigkeiten. Schießen Sie schnell hintereinander bis zu zwei Pfeile ab, ohne erst aus dem Köcher einen neuen ziehen zu müssen. Schießen Sie rasch Pfeile ab, indem Sie nach Abschuss des ersten Pfeils schnell linke Maustaste drücken und loslassen. Okay. Grab abgeschlossen. Eisschiff. Nice. Richtig gut. 10G herausfordern. Schließen Sie ein beliebiges Herausforderungsgrab ab. Sehr gut. Freut mich. Hier ist noch so ein Teil. Wie das Teil auch immer heißt. Ein Relikt ist es nicht. Ein Dokument ist es auch nicht. Es ist ein Pfeil halt. Gut. Haben wir darüber auch mal gesprochen. Hier kommen wir nirgends weiter hoch. Ist hier noch irgendwas? Ja, was ist das dort? Ah, eine Seilbahn. Sehr gut. Gut, hier ist noch irgendwas. Eine byzantinische Brosche mit einem geheimen Bild auf der Rückseite. Wunderschön verziert. Dieses Porträt wurde verunstaltet. Es scheint den Propheten gezeigt zu haben. Sie mussten ihren Glauben wohl verbergen. Ja. Gut, dann haben wir jetzt zwei Relikte, zwei Dokumente. Wo müssen wir jetzt lang? Da waren wir schon. Hier geht's zum Schiff. Das haben wir. Das haben wir auch. Jetzt haben wir. So. Aber wo sind die restlichen? Das ist jetzt die Frage. Genau, wir müssen sicherlich hier lang. Ein Münzversteck. Sehr schön. Hier kommen wir wieder zurück, oder?
oder? Nee, ich glaube nicht. Sind wir ja wieder zurück, oder? Da liegt auf jeden Fall was. Ein Dokument. Der Verrückte macht weiter. Ich weiß nicht, was ihn antreibt. Wir durchqueren die eisigen Berge am Rande der Welt. Seine Leute sterben. Jeden Tag komme ich an Gräbern oder Leichen am Wegesrand vorbei. Ich bin dünn und hart geworden. Aber ich bin jetzt nah dran. Mein Pferd ist tot. Die Stute, die mich seit den Feldzügen gegen die Bulgaren begleitet hat. Ich habe sie geschlachtet und trage ihr Fleisch auf dem Rücken. Aber ich bin ganz nah dran. Ich höre sie singen hinter dem Kamm. Ein fröhlicher Ton im Wind. Der Prophet ist in einer Woche tot. Und ich werde im Triumph zum Trinity-Orden zurückkehren. Nur noch ein Tag, dann habe ich ihn. Also sind wir hier doch richtig. Haben wir ja doch nicht alles gefunden. Da haben wir doch nicht alles gefunden. Irgendwo verstecken sich hier noch Sachen. Ich glaube, wir sind ja noch nicht ganz fertig, ne? Aber dort drüben, vielleicht müssen wir auch irgendwie von einem anderen Eingang wieder rein. Ja, schauen wir mal. Wir brauchen jetzt nicht sinnlos suchen hier. Wir haben ja eigentlich alles abgekämpft, was wir konnten. Nichts mehr. Also kann das eigentlich nur so sein? Kann ich mir das nur so erklären? Es sei denn, wir können hier den Baum irgendwie hoch, aber... Nee. Das wird nichts. Gut, dann gehen wir halt raus und schauen, wie wir weiterkommen. Okay, hier ist ein Lager. Hier werden wir auch bleiben erstmal. Ich bin nicht dein Feind.
Das wird sich noch zeigen. Du hast die Männer da hinten getötet. Ja, um zu überleben. Und ich schätze, du hast das auch. Wie lange sind sie schon hier? Kurz. Nur Tage. Die Eindringlinge haben viele von uns gefangen. Du solltest hier besser verschwinden, bevor es zu spät ist. Das kann ich nicht. Ich bin aus einem wichtigen Grund hier. So wie die. Beim nächsten Treffen jage ich dir einen Pfeil in den Hals. Du und ich stehen auf derselben Seite. Ich hoffe, ich kann dir das beweisen. Was passiert denn da unten? Es leben Leute hier draußen. Sie scheinen schon sehr lange hier zu sein. Sie sind seit Jahrzehnten völlig isoliert. Vielleicht sogar seit Jahrhunderten. Ja, haben wir so. An ihrer Kleidung habe ich kleine Verzierungen bemerkt, die zum Byzantinischen Reich passen. Könnten es vielleicht Nachfahren der Anhänger des Propheten sein? Was wissen sie über die verlorene Stadt und die göttliche Quelle? Trinity wird alles tun, um das herauszufinden. Wer immer sie sind, ich fürchte, sie sind in großer Gefahr. Hoffen wir, dass das alte Sprichwort vom Feind meines Feindes zutrifft. Okay, dann schauen wir mal. Wir scheinen also eine neue Freundin zu haben. Wir sind nicht allein hier. Gut. Was haben wir hier noch alles? Schnellere Herstellung. Ja, wir machen das, glaube ich, erstmal. Oder das, Leichtfuß. Jo, das werden wir auch machen. Genau. Gut. Dann schauen wir nochmal. An unseren Waffen scheinen wir erstmal nichts machen zu können. Munition können wir vielleicht ein bisschen herstellen. Achso, wir haben keine Bretter. Wir haben noch welche gefunden gehabt, oder? Gut. Scheinbar nicht. Okay. Gut, Leute. Ich würde sagen, wir bleiben hier am Feuer und sehen uns in der nächsten Folge hier weiter um. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und wenn sie euch gefallen hat, lasst mir doch gerne ein Like, ein Kommi und ein Abo da. Ich würde mich riesig drüber freuen. Und ihr verpasst auf meinem Kanal nichts mehr. Ist natürlich völlig kostenlos und nur ein kleiner Klick. Deshalb gerne abonnieren. Gut, ich hoffe, ihr bleibt gesund, Leute. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Euer Jens.